Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 3. Heute mit dem Porsche Boxster S. Und zwar dem relativ alten Modell, dem Auto, was quasi das Gegenstück zum 996 Carrera ist. Aus dem Jahr 2003. Und damit fahren wir jetzt den Saisonabschluss in der C-Meisterschaft. Wir sind zwar ja, sicher auf Platz 1, wir haben 16 Punkte Vorsprung. Aber wir wollen das Jahr oder die Saison mit einem Hoch abschließen. Und dementsprechend möchte ich jetzt in Suzuka auch nochmal den Sieg holen. Gerade auch, weil ich die Strecke liebe. Ich liebe Suzuka unfassbar gerne. Es gibt eigentlich nur eine Strecke, die ich auf Augenhöhe sehe. Vielleicht ein Ticken stärker. Ja, und zwar Manicur in Frankreich. Auch eine wundervolle Rennstrecke. Also wirklich, Manicur ist ein absoluter Traum. Und für mich wirklich, wirklich, wirklich ein Top-Kurs. So, aber Suzuka auch. Suzuka, super geile Strecke. Mal gucken, wie die S-Kurven mit dem Wagen so werden. Ich habe eigentlich sehr große Hoffnungen. Let's go. Wie immer kurz mal ins Cockpit. Auch hier muss ich sagen, analoges Tacho finde ich geil. Oh, der hat schon 1780 Kilometer drauf. Ich dachte, es wäre ein neues Auto. Neuwagen. Leute, der Subaru fährt weg, ne? Just saying. Ja, komm. Wenn du schon Apex des Lava spielst, dann geh mal bitte weg, danke. Alter. Mein Analogstick nibbelt weiter ab. Verliert immer mehr Gummiwurzel. Wie Christian Danner so schön sagen würde. Oh, er musste nach der Kurve schalten. Also ich kann mich kurz näher, aber insgesamt verlieren wir ein paar Meterchen hier. Auf der Geraden ist der Dodge komplett überlegen. Die Stärke des Porsche macht sich insbesondere in Kurven bemerkbar. Ja, das ist aber eh so ein Ding bei Porsche, ne? Kurvenfahrt ist einfach immer wieder aufs neue Wahnsinn, was die da hinbekommen. Der neue GT 3 RS ist halt auch einfach. Leute, ey. Alter. Ja, das erste Auto, was ich je in meinem Leben gefahren bin, ist tatsächlich auch ein Porsche gewesen. Kann nur nicht genau sagen, was für einer es war, weil die ersten vier Autos, die ich in meinem Leben gefahren bin, auf relativ kurze zeitliche Abstände gesehen, waren Porsche. Boxster S, Cayman S, Carrera S und Carrera 4S. Das war schon ziemlich, ziemlich awesome. Ich find's einfach krass, wie ich hier in den Kurven teilweise jetzt so krass rankomme. Also ich habe ja jetzt schon 10 Punkte weniger als die KI. Aber wir können hier trotzdem so gut mithalten. Das finde ich irgendwie so heftig. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich damals tatsächlich immer bis an das Limit von der jeweiligen Klasse getuned. Und daher kann ich da jetzt nicht wirklich Vergleich ziehen zum damaligen Dave, wie gut oder schlecht ich jetzt geworden bin. Aber ich meine, dass ich da schon jetzt in deutlich schwächeren Autos besser performe.
Subaru darf gerne außen vorbei, wenn er möchte. Was ich ja immer heftig finde, ist, auch wenn der Boxster so belächelt wird, ist er ja tatsächlich ein Auto, was Porsche damals ganz gut aus einer Drohnenpleite gerettet hat. Der kleine Baby Porsche. Und das ist eh so eine interessante Dynamik, was so größere Fahrzeughersteller angeht und vor allem auch luxuriösere. Und da zähle ich definitiv mal Porsche dazu, aber auch Mercedes, weil bei denen aktuell sich auch ein bisschen was tut. Bei Porsche ist es ja eh schon länger so. Ein bisschen wie bei beispielsweise Ferrari. So, du musst schon irgendwie relativ lange im Voraus Interesse bekunden, damit du irgendwie dein Auto irgendwann zeitnah bekommst, so, oder zu einem bestimmten Zeitraum, so, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel der F8 Tributo bei Ferrari, der wird in einem halben Jahr dann nicht mehr produziert. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt zu Ferrari gehen würde und sagen würde, ich möchte gerne einen bestellen, würden die sagen, sorry, die sind schon alle weg. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, dann nehme ich irgendeinen anderen, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, in 2 Jahren können sie mit ihrem Ferrari rechnen oder so, spätestens. Wenn sie Glück haben, in 1 bis 1,5 Jahren, so. Und bei Porsche muss man aktuell ja auch unglaublich lange auf die Fahrzeuge warten. Der GT3 RS so oder so. Aber meines Wissens auch nach ist die Wartezeit nach dem GT3 auch irgendwie extrem lang. Aber was auch Mercedes jetzt macht, das finde ich sehr interessant, ist, nachdem sie sich vor Jahrzehnten, und da sehe ich halt auch die Parallele ein bisschen zu Porsche, dem günstigeren Preissegment geöffnet haben. Mercedes damals mit A-Klasse oder so, oder auch vielleicht mit günstigem Leasing oder so. Ich meine, dass Mercedes halt auch oft als Taxi genutzt wird, das ist ja auch ein gängiges Meme. Und das ist ja halt auch de facto so, dass Mercedes da halt auch eine ordentliche Marktdurchdringung hatte, jetzt über Jahre. Aber Mercedes möchte ja jetzt scheinbar ein richtiger Luxushersteller werden und möchte da sagen, yo Leute, das sind jetzt fiktive Zahlen, aber wenn ihr jetzt einen Mercedes haben wollt, müsst ihr da schon mindestens 100.000 Euro hinblättern, ne? Günstiger kommt ihr nicht weg. Und das finde ich halt interessant, weil Mercedes jetzt, wie gesagt, vor Jahren sich dem gering verdienenden Menschen geöffnet hat. Das klingt jetzt irgendwie super, super mies, aber wie sagt man das denn? Mercedes hat sich allgemein der großen Masse einfach geöffnet. Und Porsche war dann auch wieder zugänglicher. Und ich glaube, so kann man es neutral beurteilen oder aussagen. Mercedes und Porsche waren halt auch jetzt zugänglicher. Und jetzt kommt halt dann mittlerweile der Punkt, wo Porsche sehr viel exklusiver jetzt geworden ist. Und wo auch Mercedes sagt, ey, wir wollen deutlich exklusiver werden. Ich finde das ganz, 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 ganz spannend, weil mich würde halt echt interessieren, wie genau wird das am Ende ausgehen, so. Ich glaube, bei Porsche ist es eh nicht so ein Riesenschritt jetzt gewesen, weil letztendlich ist Porsche eh eine gefragte Marke, ein super Fahrzeughersteller und wenn da jetzt nochmal der Punkt Exklusivität dazu kommt, dann ist es eh krass, was da für eine Nachfrage herrschen wird, allein von wohlhabenden Menschen, die einfach sagen, boah, ich brauche jetzt den neuen GT3 RS. Weißt du, wie exklusiv der ist? Von dem gibt's so 200 im Jahr oder so. Und viel mehr bauen die nicht. So, und bei Mercedes, ich meine, die bauen auch super Autos und so. Auch da gibt es viele Modelle, die sehr teuer sind, also da ist der Sprung auch wie bei Porsche nicht so riesig. Nichtsdestotrotz
hat Mercedes halt auch, wie gesagt, für Leute, die halt nicht das riesige Einkommen schlechthin haben, auch einfach viele Modelle. Und hat auch, wie gesagt, einfach zum Beispiel für Taxifahrer dann, ich habe mir da auch letztens eine Doku angeschaut, fand ich auch sehr interessant, hat halt auch für Taxifahrer interessante, lukrative Angebote gehabt. Und das fällt dann halt in Zukunft weg. Und das ist nicht wie bei Porsche, wo man jetzt sagen kann, okay, also so sehe ich das zumindest von außen nicht, weil ich kenne die marktinternen Daten nicht oder die unternehmensinternen Daten der jeweiligen Hersteller. Aber ich kann mir vorstellen, während bei Porsche nicht so extrem viel weggebrochen ist an Kundschaft, ich glaube schon, dass bei Mercedes eine Menge da drunter und drüber gehen wird, zahlentechnisch. Ich bin aber echt gespannt, wie die den Schritt dahin bekommen. Mal schauen. Ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch anschaue, was Mercedes die letzten Jahre gemacht hat, muss ich aber auch ehrlich sagen, auch wenn die schöne Autos bauen, luxuriöse Autos bauen, ich hatte irgendwie nicht unbedingt das Gefühl, dass die da so enorm Wert darauf legen, wirklich die krass, zumindest was die Sportwagensparte angeht, da die krass exklusiven Autos zu bauen. Weil ich bin ganz ehrlich, ich fand den SLS, ja, semi, den AMG GT finde ich ganz okay, also ein bisschen cooler als den SLS, aber den SLR fand ich nochmal deutlich geiler als beide Autos. Bam, 266.000. Hervorragende nice. Arbeit. Sie haben Saison 2 beendet. Ja, danke. 408.000 Credits. Saison 3. Ja, wie so oft rede ich relativ viele Worte und ich weiß gar nicht, ob ich so enorm viel damit auch aussage, aber ich bin einfach nur gespannt. Also ich bin wirklich nur gespannt darauf, was Mercedes jetzt in Zukunft für eine Entwicklung hinnimmt. Lol, es gibt einfach 4 Boxster S hier in dem Fight. Nice. 2 Mazda MX-5. Süß. Ich bin einfach gespannt, was Mercedes jetzt in Zukunft so wieder fährt. Und ich finde es auch interessant zu überlegen, was den jetzt für eine, was die jetzt für ein Vorbild hatten. Ob das wirklich so ein bisschen auch Porsche war, die sich in die Richtung auch etwas entwickelt haben. Wie gesagt, mit, wie ich finde, einem näheren Standpunkt an exklusiver Kundschaft schon als Mercedes, weil Mercedes sich auch dem breiten Markt deutlich stärker geöffnet hatte. Man wird sehen. Man wird sehen. Ja, oder auch zum Beispiel Sprinter oder so. Ja, das sind ja auch alles Fahrzeuge, wenn Mercedes wirklich dieses Ding durchzieht, ey, wir wollen nur eine Luxusmarke sein. Mal sehen. Die Luxus-Eigenmarke von Mercedes Maybach ist jetzt nicht ganz so geil gelaufen damals, als die eigene Autos hergestellt haben. Maybach ist ja mittlerweile jetzt als, hey, wir haben eine S-Klasse Maybach wieder drin. Aber damals, als Mercedes entschieden hat, hey, wir wollen Maybach als so Luxus-Limo bauen, lief nicht so gut. Vielleicht gliedern sie auch sowas wie Sprinter und allgemein Nutzfahrzeuge. Vielleicht auch sowas wie die E-Klasse, die ja für Taxifahrten sehr beliebt ist, einfach aus und sagen, hey, das wird jetzt quasi dann weniger Cedes oder so. Kann natürlich auch sein. Das wäre ganz geil. Der Name, den würde ich schon feiern. Ich fahre gerade so furchtbar. Das ist überhaupt nicht gut, was ich hier mache. Ich muss halt irgendwas machen, damit ich hier vorbeikomme an denen. Weil so bin ich halt einfach nur genauso schnell wie die Dudes vor mir oder komme ran, aber nicht vorbei, wenn ich halt wirklich meine Linie perfekt fahre. Deswegen muss ich ein bisschen abweichen.
glaube, by the way, dass es auch jetzt die letzte Folge dieses Jahr sein dürfte. Wir müssten jetzt, wo dieses Video rauskommt, den 31. Dezember haben, wenn mich nicht alles täuscht. Daher wünsche ich jetzt schon mal frohes Neues. Oder guten Rutsch auf jeden Fall. Kommt gut ins neue Jahr. Macht nicht zu viel Quatsch. Seid verantwortungsbewusst. Und sorgt bitte dafür, dass weder ihr euch selbst verletzt, noch irgendjemand anderes sich verletzt oder sich jemand oder irgendjemand jemand anderen verletzt oder whatever. Einfach entspannt ins neue Jahr starten. Wichtig und richtig. Und eine Sache übrigens, um nochmal kurz zu Mercedes zurückzukommen. Ich weiß, in der Porsche-Folge reden wir sehr viel über Mercedes gerade. Aber ich finde die Entwicklung, die die beiden Marken so annehmen, die sind sehr interessant und es gibt gewisse Parallelen. Was mich halt wirklich interessiert ist, was macht Mercedes mit den ganzen Partnern, die sie aktuell noch ausstatten, die bis jetzt tendenziell das Luxus-Sportwagen-Segment bedient haben. Weil in einem Aston Martin zum Beispiel ist meist ein Mercedes-Motor drin. In einem Pagani ist ein Mercedes-Motor drin. Wie wird man sich da einigen? Oder wird Mercedes selbst diese Marktanteile jetzt an sich reißen wollen? Boah, Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Besprechen wir das irgendwann vielleicht an anderer Stelle oder vielleicht könnt ihr in den Kommentaren gerne weiter diskutieren. Ich hoffe, auch wenn ich manchmal so ein bisschen Brain AFK wirke, wir haben jetzt schon 3.39 Uhr, dass ihr dann trotzdem, dass ich da trotzdem nicht allzu doof rüberkomme und dass ihr das verzeihen könnt, wenn ich manchmal so ein paar Durchhänger hier und da habe. Aber ich habe auch einfach Bock tatsächlich, also das ist eh ein Thema, da musst du überlegen, wie du das strukturierst, gedanklich. Ich habe mich darauf jetzt ehrlich gesagt auch nicht so unendlich vorbereitet, das kommt manchmal einfach random beim Let's Play. Und das ist auch so ein Thema, das ist auch einfach ultra komplex, muss man sagen. Da gibt es halt super viele verschiedene Ebenen. Ich meine, auch jetzt gerade, wo ich selbst mal so einen Monolog drüber geführt habe, gab es ja so viele Ebenen, über die man mal quatschen konnte, ja. Bis hin zu, ey, Mercedes hat es doch zum Beispiel schon mal mit Maybach probiert. Was mit den Nutzfahrzeugen? Was ist mit irgendwelchen Taxis oder so? Und was ist auch mit den bisherigen Partnern von Mercedes? Und was sind die Parallelen überhaupt zwischen Porsche und Mercedes in dieser Entwicklung, wenn ich da schon jetzt drüber quatsche und sage, hey, das ist ja relativ ähnlich, wie die sich gerade entwickeln. Kann ich das vernünftig alles begründen, was ich da an Gedankengängen habe? Und manchmal rede ich da lieber ein bisschen langsamer. Und lasse mir mit den Gedankengängen mehr Zeit, damit ich halt nicht irgendwie Sachen halb gar einfach abbreche. Irgendwo. Mitten im Satz. Das war jetzt bewusst Pausen gelassen. Auch weil Zweikampf, aber auch weil war eine gute Pointe zu, also war ein guter Meta-Kommentar quasi. War eine gute Pointe als Meta-Kommentar. So, bam, jetzt haben wir's. Sekunden behind. So, von deutlich weiter aus fahren wir jetzt an. Zweikämpfe führen mit ihm wäre eigentlich auch ganz geil, weil
Er ist in der Meisterschaft ganz vorne. Ich glaube, der andere gelbe Boxster ist eigentlich auch ganz gut unterwegs gewesen eben noch. Also der blaue war, glaube ich, nur auf P4. Deswegen hätte ich kein Problem damit, wenn der blaue Boxster auf 2 ist. Hinter mir aber, nicht hinter ihm. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne jetzt den roten Boxster... Boah, kann ich hier... Ich kann die Kurve, glaube ich, voll nehmen, Kurve 3. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Boah, wie nah ich rankam plötzlich. Sorry. Das ist halt leider ein Problem bei der Forza 3 KI. Die ist manchmal nicht die hellste. Ah, das war so eine schöne Situation. Da war ich halt wirklich mal side by side komplett mit der KI. Und was macht die? Die fährt mir halt trotzdem in die Kiste. Ich würde am liebsten einfach wirklich an den Stellen überholen, wo es auch wirklich komplett clean läuft. Ich meine, gut, ich habe in der Runde vorher auch einen kleinen Crash verursacht, aber manchmal kannst du darauf nicht hoffen. Manchmal musst du auch einfach an der Stelle überholen, wo du weißt, okay, die KI wird auf dich zulenken. Aber wo es halt legitim wäre zu überholen. Aus der Position heraus, aus der Stelle heraus, auf der Strecke und so weiter und so fort. Also in dem Fall würde ich sagen, legitimes Manöver oder legitimer Überholversuch von mir. Aber er hat sich da einfach nicht so 100% benommen. Ja, GG. Das Ding ging an uns. 231 minus. Ah, ich glaube, ich habe das Auto gesehen. Ich habe zumindest die Marke gesehen. Ja. Ja, ist immerhin im selben Konzern. Oder war? Irgendwas war ja mal mit Porsche jetzt die letzten Wochen. Oh. 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 Oh, wir haben eine Art Championship. Lol, warte mal. Was für Autos habe ich denn noch alles hier? Habe ich ein A-Auto? Ich hatte ja letztens die... These, dass es sich an die höchste Fahrzeugklasse orientiert. Nee, wir haben kein A-Auto. Krass, dann brauchen wir ein A-Auto nach dieser Meisterschaft, nach dieser Folge. Iberian International Circuit. Das ist wieder so eine kleine Pupsstrecke. Leute, ich mach... Also jetzt geht's wieder aggressiv rein. Gerade eben habe ich ja versucht, komplett sauber zu fahren. Jetzt geht's aggressiv rein, weil das ist so eine richtig kleine Pupsstrecke. Full Circuit Reverse ist 2,4 Kilometer lang. Das ist... ungefähr halb so lang wie die meisten Grand Prix-Kurse im Schnitt. Also, I don't know. Für mich eine zu kurze Strecke. Und zu klein, zu pupsig einfach. Xbox 360. Die Leute von Microsoft kommen auch immer auf die geilsten Namen, was die Konsolen angeht, ne? Ich meine, ich verstehe, warum sie nicht wie Sony einfach das staffeln. Im Sinne von PS1, 2, 3, 4, 5. Weil Xbox sonst immer eine Nummer hinterher wäre. Die Xbox 1 hat mit der PS2 konkurriert. Die zweite Xbox mit der dritten PlayStation. Die dritte Xbox mit der vierten PlayStation. Und jetzt ist es ja die vierte Xbox mit der fünften PlayStation. Und... das klingt halt immer doof, wenn du eine Nummer hinterher bist. Uff. Und vor allem gegen den Marktführenden. Und seitdem hatten sie halt wirklich... ganz wilde Namen. Also Xbox Classic, Xbox 360 stand dafür.
dass sie im Prinzip alles Mögliche machen kann, glaube ich. Also, dass du wirklich 360 Grad Entertainment hast. So, egal was du machst, egal wo du dich hinbewegst, egal wo du hinguckst. Und dann gab es die Xbox One, quasi das One-in-All-System, glaube ich. So war der Gedanke hinter dem Namen. Und jetzt gibt es halt die Xbox Series-Konsolen, wo ich ehrlich gesagt die Herleitung nicht kenne. Ich finde es aber unfassbar verwirrend, wenn du über Xbox-Konsolen sprichst, weil ich nenne die erste Xbox immer noch gerne Xbox 1. Mittlerweile musst du einfach Xbox Classic sagen, weil sonst ist man komplett verwirrt. Abstand von 2 Sekunden. Wir werden auf jeden Fall immer besser. Abstand wurde in dieser Runde auch größer, von so 8 Zehntel oder so auf 2 Sekunden. Wenn ich jetzt hier einen Ticken später noch lenke, genau, weiter außen dann fahre, dann kommen wir auf jeden Fall safe voll durch. Hier eigentlich auch. Safety Lift gemacht. Boah, das war eine sehr gute Runde. Könnte 57, ja, fast 57. Dazu war, glaube ich, Kurve 1 zu schlecht. 4,5 der Vorsprung, 2,5 schneller gewesen in der Runde. In der Runde zuvor waren es definitiv nicht 2 Sekunden, die schneller war. Abstand war 2 Sekunden, aber in der ersten Runde hatten wir auch schon Vorsprung. Ja, 5 Zehntel. Sauber. Let's go. Letzte Kurve war nicht ganz so gut. Ich wollte zu viel. Ah, schade. Ah, am Ende habe ich 3 Zehntel liegen lassen von den 5 Zehntel Vorsprung, die wir hatten. Ärgerlich. So, Porsche, weil ich zuletzt auch schon mal von dem Thema Affinitätslevel gesprochen hatte, beziehungsweise hier, was für eine Tuning-Vergünstigung bekommst du, ist ein Hersteller, bei dem sich das echt lohnt. Okay, Road Atlanta, Club Circuit. Kann ich aber trotzdem, glaube ich, mit vollem Damage fahren. Porsche ist ein Hersteller, wo sich das echt lohnt, weil es gibt viele, viele Porsche-Modelle, ich glaube über 20, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben wir auf jeden Fall dann viele Autos, die wir auch in Zukunft fahren werden, denke ich mal, wo das Tuning interessant werden wird. Also da wird sich das auf jeden Fall läppern, wie viel wir sparen beim Tuning. Und ich denke, das ist worth it. Ja, und Road Atlanta Club Circuit wird das grande Finale hier bezüglich unserer Porsche Boxster Meisterschaft sein. Sehen wir hier eine Gesamtwertung? Nö, wir sehen nur die Startaufstellung. Fahrer einstellen? Kann ich jemanden für mich fahren lassen? B-Spec-Modus quasi? Nee, das ist doch langweilig. Das würde ich vielleicht in Gran Turismo 4 machen. Habe ich auch letztens auch im Englischen gesehen. Kann man Gran Turismo 4 gewinnen, indem man nur einen B-Spec-Fahrer fahren lässt? Ja. Also irgendwann hast du so overpowerte Autos, so kannst du automatisch alles gewinnen.
Royal Atlanta auch eine nette Strecke. Diesmal aber zumindest in iRacing zu hubbelig gewesen. Zu viele Bodenunebenheiten, zu eng. Aber iRacing ist auch ein bisschen anderer Schnacker als Forza. Oh, er ist schon im fünften oder was? Da wäre er schon im fünften Gang gewesen gerade. Round the outside, wunderschönes Manöver. Sauber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das erste Rennen war, wo ich nicht gewonnen habe. Überlegt gerade, ich bin mehrfach neben der Strecke gewesen. Ich habe mich aufgeregt über mich selbst. Ich habe irgendwann das Fazit gezogen, dass ich einfach nur schlecht war. Aber ich erinnere mich nicht mehr an die Strecke, die es war. Seitdem gab es auf jeden Fall eine kleine Leistungssteigerung von mir. Ja, erstes Rennen in dem jeweiligen Auto ist vielleicht immer ein bisschen schwierig. Okay, auf jeden Fall da im dritten raus beschleunigen. Ganz wichtig. Schön auf den Curb gekommen beim Exit. Keep pushing. Let's go. Ob man hier voll durch kann, probiere ich in der letzten Runde mal aus. Muss ich vielleicht gar nicht mal in den dritten schalten. Ja, es könnte auf jeden Fall eine 1-3 oder so werden. Es ist halt echt heftig, wie man... Ah, knapp. Wie man in so einen Wagen steigt. Immer besser wird und dann auch auf neuen Strecken, oh nein, Runde für Runde einfach immer die Pace zunimmt. Ah. Bis man sich dann irgendwann kapital verschätzt hat. Ah. So eine potenziell schnellste Runde muss ich jetzt eigentlich versuchen, hier voll durchzufahren. Let's go. Es klappt einfach. Das ist einfach eine Vollgaskurve, lol. Also wir dürften auf jeden Fall jetzt näher rankommen. 14 nur noch. Oh, das war kein Off-Track. Wilder Track damit. War das nochmal eine schnellste Runde? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe da nicht drauf geachtet. Nö, war es nicht. Schade. Aber Meisterschaft gehört uns. Und wir sind auf Stufe 4. Ventile und Hubraum für Porsche-Modelle aller Art vergünstigt. Das ist super. Werte Damen und Herren, das war doch geil. 11.250 gibt es aber extra. Und das ist wichtig, weil beim nächsten Mal brauchen wir ein Auto der Klasse A. Und ich gucke mal ganz kurz. So, Moment. Nehmen wir mal den hier. Ohne Upgrades ist Ihr aktuelles Auto bei dieser Veranstaltung nicht konkurrenzfähig. Alles gut. Zum automatischen Aufrufen sich auf die Leistung Ihres Autos aus. Drücken Sie die X-Taste für die Liste der... Okay, dann machen wir das anders. Wie viele Leistungspunkte? Ohne Upgrades ist Ihr aktuelles Auto bei dieser Veranstaltung nicht konkurrenzfähig. Drücken Sie zum automatischen Aufrüsten A. Ah, Gegner. Da muss ich gar nicht mal beitreten hier. Okay, sehr schön. Warte mal.
590 PS in einer Corvette C6 Z06. Ich würde es tatsächlich so handhaben, wie ich es bis jetzt auch immer gemacht habe und würde, oder fast immer, und würde zu jeder neuen Saisonveranstaltung dann irgendein neues A-Auto kaufen. 590 Leistungspunkte ist das absolute Maximum, was ich mir jetzt erlaube. Wobei, wenn es ein geiles Auto mit 591 gibt, dann nehme ich das halt von mir aus. Aber, oder? Also Maranello ist schon geil. Modena, schneller als Maranello, ja, ist halt leichter, ne? So, 590, oh, 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 auch nett? Ah, das geht schon in Klasse S, also das ist schon zu viel. Also ich sag mal so, es gibt mehrere, die ich interessant finde. Wahrscheinlich wird die Folge schon erschienen sein, bevor ihr irgendwas schreiben könnt. Also, was nehmen wir denn alles hier? Also, ich finde... Oh, es gibt so viel. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Als den GT2 finde ich schon mal cool. Wir müssen auch natürlich aufs Budget gucken, ne? Also, ich kann jetzt nicht jedes A-Rennen quasi einen neuen haben und... Ja, wobei, mal schauen. Also, der Gallardo ist cool, der Gallardo. Der Murcielago ist cool. Der SL65 AMG ist auf jeden Fall cool. GT3, mega geil. Challenge Stradale ist auch eine richtig geile Karre. Den kannst du richtig, richtig gut um die Kurven prügeln. Turbo, boah ey, bei den anderen Porsche-Modellen, die es hier gibt, GT3 und GT2, nee. Ford GT ist nett. Audi R8 auch geil, ja. Den könnte man auf einem extremen Handling-Kurs mal nehmen. Die Viper ist cool. Die Viper ist richtig, richtig cool. Also da überlege ich auf jeden Fall mal auch reinzugucken. F430 auch cool. GT2 und Corvette Z06 sind natürlich aber auch mega geil. Ich glaube tatsächlich, mit dem GT2 geht es beim nächsten Mal weiter, Leute. Kleines Foreshadowing schon mal. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, werte Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Wenn du siehst, lasst gerne Daumen nach oben, gerne Abo raus, aber nächstes Mal dabei sein. Bis zum nächsten. Ciao.